Ja, das Promi-Geflüster wieder hier aus dem Europapark bei immer wieder sonntags Backstage sozusagen und heute im wahrsten Sinne des Wortes Backstage. Ich habe ihn jetzt mal als wenig als Außenreporter sozusagen verhaftet. Unseren Sommerhitkönig für dieses Jahr, dreimal hat er bislang schon gewonnen, also er ist auf einem guten Weg ins Halbfinale. Ich sage mal Hallo und herzlich willkommen nach Rust, Simon Broch. Guten Morgen. Hallo, lieber Frank, guten Morgen. Ja, du stehst gerade hier am Monitor, wird noch geprobt kräftig. Genau, jetzt aktuell wird gerade geprobt für die Sendung an die Bord. Aber ich darf euch noch nicht alles zeigen, deshalb schaltet nachher ein. Wir gehen jetzt nach drüben. Genau, 10 Uhr geht's los, ganz genau. Und dann auch wieder mit dir. Ja, wie wir sehen, du bist hier im Backstage-Bereich. Genau. Genau, wir hier im Backstage, im Catering. Und da haben jetzt also nur die Künstler sozusagen Zugang, sonst ist für niemanden hier der Zugang, und das Team natürlich, sonst ist für niemanden der Zugang gestattet, oder? Ich habe jetzt die Frage nicht verstanden. Ich sage, das ist jetzt hier nur der Bereich für das Team und für die Künstler natürlich. Genau, genau. Das ist aktuell wegen Corona, ist die natürliche Anzahl, die da ist, sehr begrenzt. Ja, ja. Genau. Sehr gut. Möglichst weniger da sind. Ja. Also, wir haben es ja heute schon erwähnt, du bist natürlich wieder in der Sendung mit dabei, mit deinem Titel Etwas Sommerglück, die Sommerhitparade, natürlich jetzt schon zum vierten Mal, also nur zwei, dreimal durchhalten, dann hast du es eigentlich schon fast geschafft, wenn die Zuschauer heute natürlich wieder kräftig für dich anrufen. Und ich denke mal, das machen sie alle mal, oder? Genau, also ich würde mich natürlich freuen, wenn sie für mich anrufen. Ja, sehr gut. Ja, es ist einfach schön, jedes Wochenende einen nach Hause kommt. Richtig, richtig. Ja, wir sind jetzt dieses Halb noch ein bisschen drinnen. Ich weiß jetzt nicht, wie schaut das Wetter aus? Ist, glaube ich, ein bisschen Regen vorhergesagt, oder? Ich habe es schon wieder nicht verstanden. Ich sage, wir sind jetzt noch drinnen, also du speziell draußen. Wie ist das Wetter? Was macht die Situation in Rust? Also gestern Abend hätten wir gesagt, dass die Sendung heute verregnet ist. Aber heute, ich sehe jetzt gleich nach draußen und es kommen schon Sonnenstrahlen wieder durch. Sehr also schön, hoffe, so soll es doch sein. Bis die Sendung vorbei ist. Genau, das ist die Hauptsache. Und sind wieder tolle Gäste dabei. Wir haben natürlich, wenn ich es jetzt so richtig sehe, glaube ich, die Kastroder Spatzen sind mit am Start, gell? Genau. Andi Borg, den haben wir gerade gesehen. Dann gibt es den Max Weidner. Kleiner Tipp, den werden wir heute Nachmittag so gegen 14 Uhr an unserer Kraxelalm erwarten, um mit ihm nochmal ein Interview zu machen. Marc Pircher ist dabei, der war bei uns im letzten Interview. Und die Laura Wilde. Und die ist, glaube ich, noch in der Maske. Da wolltest du mal schauen, ob die irgendwie kurz zur Verfügung ist. Genau, aber bis jetzt ist sie immer noch in der Maske. Okay. Ja gut, ich sage mal, Frauen brauchen wahrscheinlich länger, oder? Wie ist das? Ja, also wenn die Haare noch gemacht werden und so, dann ist es meistens so. Aber sie sind ja auch Anspruchs, also eben von den Haaren und so weiter. Es ist natürlich automatisch so, dass die Frauen länger haben wie wir Männer. Genau. Ja, und deine Locken, wenn man jetzt die gerade so sieht, die sind Natur, oder? Da musst du groß nichts machen. Die fallen aus, wie es halt ausfällt, oder? Genau, also gar nichts machen heißt, also das wäre nicht gut, weil dann würde ich aussehen wie Kumuckl. Aber es ist Natur, ja. Okay, sehr schön. Ja, schau dich mal ganz kurz ein bisschen um, oder was man noch zeigen kann, was noch interessant wäre hier für unsere Zuschauer, dass die mal einen kleinen Einblick bekommen, wie es so hinter den Kulissen ausschaut. Genau, also ich probiere mal ganz kurz hier. Ich weiß aber nicht, was ich noch zeigen kann. Ja, weiter wollen wir jetzt mal nicht rein, weil sonst wird es vielleicht gefährlich. Gigi Anderson sitzt hier noch, genau, der ist auch noch in der Maske, genau. Ja. Genau, er stellt mich jetzt nicht neben ihn. Gigi Anderson, ja, die Größe, genau. Er kennt mich noch, alter Haudegen. Wie geht's dir? Danke, alles gut. Sehr schön. Du hast ja mit Marc Pircher heute, glaube ich, ein Duett. Gigi. Ich kann noch Frage stellen, würde ich gerne, ja. Wie ist es für dich, heute wieder vor Publikum zu singen? Sollte nicht. Das ist etwas nervöser als sonst.
Halt, eine Frage habe ich auch noch. Du hast ja jetzt mit Marc Pilcher ein Duett aufgenommen. Cheerio, dein größter Hit. Wie war da die Zusammenarbeit? Na super. Wir werden das nächste Woche in Bad Kleinkirchheim, bei Wenn die Musik spielt, werden wir das zusammen singen. Einschalten bitte. Angucken. Bad Kleinkirchheim, ORF und MDR, genau. Wenn die Musik spielt. Ich muss in die Maske leider, sorry. Alles klar, okay. Bis dann. Gute Sendung. Gute Sendung. Top, top. Also da fahren wir in der Maske. Genau. So, jetzt müssen wir bloß den Simon wieder ins Bild bekommen. Der ist zu groß im Gegensatz zum Gigi. Genau. Okay. Nee, so einen kleinen Eindruck haben wir jetzt gewonnen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und ich würde sagen, dir drücken wir jetzt ganz fest die Daumen für die Sendung. Mach's gut. Danke. Und die Fortsetzung. Ich kann nur sagen, einfach eines. Es wird eine tolle Sendung. Genau, wie immer. Genau, Stefan Ross. Grüß alle schön, die du noch triffst und siehst. Und dann sehen wir uns spätestens nächsten Sonntag wieder. Würde mich sehr freuen, ja. Hoffe ich doch. Danke. Aber auch so, drüber hinaus sehen wir uns auf alle Fälle. Ganz genau. Also, dir nochmal herzlichen Dank, dass du da ein bisschen mitmachst und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Schönen Tag. Tschüss, Frank. Tschüss.